Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cyberpunk 2077. Wir stehen hier immer noch mit River und ich habe ein bisschen Quatsch beim letzten Mal gemacht. Wir müssen zu einem Informanten. Ich würde sagen, das machen wir doch mal direkt. Eine Nebenmission. Ich habe so viel zu tun. Loading, loading. So. Wir warten mal eine Runde. Hi, River. Oh, hey. Ne? Das ist Animal-Gebiet. Das sehe ich. Kürzlich ein von denen eingelocht? Kürzlich? Nein. Aber sind nicht gerade Fans von Bullen. Ohne Durchsuchungsbefehl kann ich nicht rein. Doch du? Mhm, okay. Ich melde mich. Hm? Wenn du was findest, sag Bescheid. Na, was suchen wir eigentlich? Okay, wir schauen einfach mal. Okay. Wieso stirbt die denn nicht dadurch oder der? Keine Ahnung. Das hat super funktioniert. So, wir gehen mal hier irgendwie drüber. Ich liebe diesen Doppeljump, ne? Kann man sich so viel Weg mit sparen. Wir müssen irgendwie da rein. Okay, ich dachte, wir können das irgendwie einwerfen oder sowas. Scheinbar nicht. Sieht aus wie eine normale Werkstatt. Der Club ist hier. Glaub mir. Du meinst, du hast eine Ahnung? Cop-Intuition? Sowas in der Art. Ja. Oh, 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 oh. Nein. Also typisch, das. Entdeckt. Okay, halt durch. Bin aber, gleich da. Ach Mann! Das war doch. Die Lebensleiste war doch voll. Oh, aua! Die Lebensleiste war doch voll weg! Zur Hölle! Ja gut, ja, wir machen ein bisschen Rambazamba, ne? Ich finde das ein bisschen irritierend manchmal. Weil das manchmal so aussieht, als ob ich halt. Geht's noch? Als ob ich die halt ganz töte und dann töte ich die doch nicht ganz. Bleib doch mal hier. Hey! Ich meine, halten die nicht so viel aus, aber. Okay. Das hat alles nicht so geklappt, wie ich wollte. Hey! Was? Der Club muss hier irgendwo sein. Wir gucken hier. In ja der schon. Werkstatt, schätze ich. Oder darunter. Ja, guck mal her. Sieh mal her. Miss? Wo kommen die denn her? Als ob die da jetzt alle gespawnt sind. Willst du mich verarschen? Nee, kein Hammer-Time.
Ihr könnt mal Hammertime machen. Finde ich irgendwie ein bisschen lustig. Haben wir Hammer? Der ist halt wesentlich schwächer, leider. Braucht man irgendwie so einen ikonischen Hammer. So. Kommen wir runter. Die haben uns bestimmt nicht bemerkt. Alles gut. Okay. Nett. Jemand wollte unbedingt vertuschen, was immer hier passiert ist. Wonach suchen wir? Suchen wir nach etwas. Okay, das ist okay. Ja, okay. Scheiß gechippte Fotze. Wie hast du mich gesehen? Hast du nicht getan? Doch. Jetzt bleib aber still, Junge. Hallo? Jetzt shit. Okay, was auch immer. Alex. Hey River, wie läuft's? Wie nennt ihr mich denn hier die ganze Zeit? Was soll denn das? In dein Gesicht, Junge. Schlitz. Sag mal. Geht's noch? Okay. Irgendwie gefällt mir gerade nicht dieses Geflacker. Johnny, hör mal auf, bitte. Okay, wo müssen wir hin? Suche das Büro. Okay. Hallo? Büro. Was ist das? Die Headset. Okay, ich mach mal Pause, ne? Ist das das, was ich suchen soll? Das hätte ich, glaube ich, nicht tun sollen. Oder? Scheiße. Hey, alles okay? Hätte ich nicht. Hey, River. Hörst du mich? Atmen. Danke, dass du so schnell reagiert hast. Kein Problem. Alles okay? Wie man es nennt. Wird schon. Hey, River. Was war das, wie? Wenn du mich fragst, hatte Ryan keinen Herzinfarkt. Habe ich ja von Anfang an gesagt. Aber... Jemand hat sein BD gespiked. Hat ihn erledigt. Fuck. Glaub, du könntest recht haben. Komm, wie? Was hat River eigentlich für eine Stimme? Kommt mir so bekannt vor, ich kann es aber gerade nicht zuordnen. Sieht aus wie ein Büro. Irgendwie. Ist das so? Wir suchen Computer. Die sind das Wichtigste. Jep. Steif wie ein Brett. Ist seit mindestens einer Stunde tot. Nein, keine Traumakarte. Hatte sie sicher absichtlich nicht dabei. In so einem Club will man nicht, dass Traumateam die Tür eintritt, wenn es gerade richtig zur Sache geht. Das Herz, denke ich. Bestimmt hat sein Kollege was damit zu tun. Okay. Ja, machen wir so. Rechtsmediziner wird ihn zu Hause finden. Ich sag ihm, was er schreiben soll. Friedlich im Schlaf gestorben. Die Jungs bringen ihn weg. Nein, keiner wird was merken. Quatsch. Jep. Ja, ich melde mich später. Es war einfach ein Solo. Na sowas, der kommt mir bekannt vor. B, ich bin nicht in Stimmung für Witze. Ich glaube, wir haben genug gesehen. Gehen wir. Ja. So steckt sein Freund wirklich da dran? Okay, lass uns abhauen. Ich habe vorhin einen anderen Ausgang gesehen. Hast du? Was tust du da, River?
Quark! Hängst also immer noch mit dir ab? Klappe, Harold. Ich weiß, was du getan hast. Ich werde nicht fragen, warum du es vertuscht hast oder wie du in den Schlamassel geraten bist. Sag mir nur, wer es befohlen hat. Was kümmert's dich, River? Dein Gewissen ist doch blütenrein. Du kannst nachts ruhig schlafen. Und warum? Weil ich alles auf mich genommen habe. Du hast echt keine Ahnung, wie diese Stadt tickt. Hältst dich für einen Idealisten. Glaubst du, das bedeutet irgendwas? Tut es nicht. Hat es nie. Hey, guck nicht so, Söldnerin. Doch. Du weißt, dass ich recht habe. Hey, zieh mich da nicht rein. Nee, Politik und NCPD-Gezanke sind nicht mein Ding. Und was ist dein Ding? Bestimmt alles, ja, solange nicht die recht, Eddies vermutlich. Stimmen, oder? Typisch. Er hat vermutlich ja nicht recht. Aber ich möchte mich nicht mit drüber anlegen. Ich kann's dir auch nicht verübeln. Jeder in dieser verdammten Stadt sucht sich seinen Weg. Wirklich, jeder. Du hast keine Ahnung, wer ich bin. Versuch bloß nicht, mich zu lesen. Wollte dich nicht beleidigen. Wie? Danke für die Hilfe, aber hier geht's nicht um dich. Ich kümmere mich drum. Und wie, hä? Nimmst du mich jetzt fest? Ich hab die Aufnahme, ein Motiv und dein Geständnis. Also ja, vielleicht. Wobei es nicht viel bringen würde. Du musst mir nicht mal sagen, wer es befohlen hat. Ich weiß es schon. Hm? Und da selbst der Chief die Finger da drin hat, melde ich's direkt der Dienstaufsicht. Die werden auch nichts tun. Mir jedenfalls. Aber dich haben sie danach im Visier. Geh nach Hause, Ward. Schlaf drüber. Morgen siehst du es mit anderen Augen. Ich bin jedenfalls weg. Bye. Ja, sah das nicht so gut hier. Alle korrupt. Fuck. Hab Pommes? Ich? Hahn hatte irgendwie recht. Er hat Befehle befolgt. Selbst wenn er dafür bezahlt, ändert sich nichts am System. Ich kann nicht locker lassen, Vee. Und das werde ich auch nicht. Also er ist irgendwie Kopf durch und durch? Holt hat Ryan ermordet. Wollte seinen Posten. Das älteste Motiv der Welt. Scheint mir logisch. Und das NCPD hat die Spuren verwischt. Oh, ist er nicht... Oh, ich weiß gerade nicht, wie der Sprecher heißt. Oh, ich mag den. Ist das nicht die Stimme von dem Hauptcharakter aus Assassin's Creed Black Flag? Ich glaube auch, es war Holt. Er war scharf auf den Posten. Ich melde das der Dienstaufsicht. Sollte reichen, um den Fall wieder aufzurollen. Willst nicht tun. Tu es nicht. Die schmeißen dich raus. Oder noch schlimmer. Außerdem ändert das gar nichts. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, ist der aber das? Mir ist scheißegal, was du denkst. Was hast du jetzt vor? Hättest du dich jetzt klingen. Bei den Perales? Ja. Okay. Ich bleib noch hier und beobachte. Aber was denn? Ist alles danke, neblig? Wie. Okay. Hier ist V. Wegen Ryan. Ich habe eine Ahnung, was passiert ist. Sehr gut, komm bitte vorbei. Die Sache ist heikel. Wir besprechen das lieber persönlich. Okay. Beeil dich bitte. Okay, okay. Okay, wo muss ich hin? Da oben. Kein Porter in der Nähe. Dann nehmen wir den nächsten. Durch. Ja.
Ach nee, warum mischt? Ey, Johnny, nee. Verlass uns mal bitte bleiben. Wir haben jetzt keine Zeit für. So. Hi. Wir sind oben. Danke. Ich werde dir nur eins sagen. Ja. Ich höre. Sag ihnen nichts. Misch dich nicht ein. Dieser Schlamm reicht tiefer, als du denkst. Ich finde es halt auch nicht so gut, sich in diese Politik einzumischen. Wenn du nicht aufpasst, bleibst du stecken. Aber das ist nur mal zu groß für uns. Ich passe immer auf. Gut, mach was du willst. Du hörst ja sowieso nicht auf mich. Das ist ja alles halt nichts Positives darauf irgendwie. Hallo, Vi. Bitte komm rein. Mach's dir gemütlich. Jefferson kommt gleich dazu. Tja. Bitte, setz dich doch. Wohin? Danke. Ganz schön groß hier. Irgendwie nicht so gemütlich aus, irgendwie tatsächlich. Schön, dich zu sehen, Vi. Elizabeth sagt, du hast Antworten für uns. Ich bin ganz Ohr. Der Fall ist kompliziert. Es sind noch viele Fragen offen. Ich möchte noch keine Schlüsse ziehen. Aber du hast doch bestimmt eine Meinung. Jeff, Liebling, lies zwischen den Zeilen. Der Fall ist kompliziert? Zu Hause an einem Herzinfarkt zu sterben, klingt für mich nicht kompliziert. Wir hatten also recht? Ja, und das reicht mir. Wir müssen vorsichtig sein. Sehr vorsichtig. Jetzt werden die einfach weggeknallt. Das will Vi uns damit sagen. Ja, wollte ich. Danke garantiert. Für die Hilfe, wenn ihr das Dein sagt. Geld. Danke, was kriegen wir? Was kriegen wir? Müsste jetzt ein Haufen sein von so einem Bürgermeisterkandidaten? Ich kann es nicht sehen. Wir sollten nicht so lange warten. Passt gut auf euch auf, ihr zwei. $17,140. Also, wo waren wir stehen geblieben? Noch irgendwas? Vorsichtig, bitte. Ja, dann. Hi. Okay. War doch irgendwie einfacher, als ich dachte, das. Wir haben jetzt mit dieser einen gar nicht geredet, ne? Wo River auch noch hin wollte, oder? Oder war das die auf dem Markt? So. Okay. Können wir es noch irgendwie mit... Dann machen wir das hier doch. Triff dich mit Regina. Ich hätte lieber eigentlich nochmal mit River gequatscht, aber ich tippe mal, der wird sich dann irgendwie per Telefon melden. Sorry, muss ich nur kurz durch. Bin schneller als du. Atmosphäre hier ist so geil, ne? So Cyberpunk VR ist bestimmt auch richtig geil.
Geflacker, wenn meine Ausdauer irgendwie weg ist? Kann das sein? Hey, siehst du das da? Wie ist es? Ding! Da drüben! Was geht denn mit dir? Oder was? Ich sehe kein Ding. Hey, siehst du nicht? Nein, aber ich konnte noch nicht rausfinden, ob... So, mal gucken, ob wir jetzt irgendwas bekommen vielleicht mal für diese ganzen Cyberpsychos. Ärgert mich immer noch, dass wir den ersten Plot gemacht haben, weil ich dann noch nicht wusste, dass ich die nicht töten darf. So, Regina. Hallo. Wie? Wolltest du mir was erzählen? Nur, dass ich deine Arbeit zu schätzen weiß. Du hast den meisten Cyberpsychos eine zweite Chance gegeben. War sicher nicht einfach. Manche haben schon mit der Therapie begonnen. Selbst wenn man ihnen nicht helfen kann, erfahren wir vielleicht mehr über die Krankheit. Ich glaube einfach nicht, dass es an einer Überlastung durch Cyberware liegt. Wer weiß, vielleicht erfahren wir genug für einen Artikel. Na gut, hier ist deine Belohnung. So, was kriegen wir denn jetzt für so viele Leute? 25.000. Wir kriegen mehr als von Bürgermeisterkandidaten. Wolltest du mir was erzählen? Über Cyberpsychose? Eigentlich nicht. Aber danke für deine Hilfe, Vi. Ja, na, was kriegen wir noch? Oh. Okay. Das ist gut. Okay. Finde ich gut. Außerhalb des Kampfes klingt nice, weil das ist gut für mein Messer werfen. Okay. Ja. Ich habe immer Probleme, diese blöden Schalter zu finden. Fahr schneller. So. Das ist ein Ripper Dog. Gehen wir doch mal zu dem. Panam! Gucken wir gleich. Hey, wie geht's dir? Alles in Ordnung? Ich hoffe, du hast schon Fortschritte gemacht mit diesem Biochip. Vergiss nicht, dass du Freunde hast, okay? Dass du mich hast. Halt mich auf dem Laufenden, wie es so bei dir ist. Hey, es ist nicht einfach, aber ich schaff das schon. Aber nett, dass du fragst. Hey, es geht mir nicht so toll, Panam. Mir geht's nicht so toll, Panam. Mir läuft die Zeit davon. Das macht es noch unwahrscheinlicher, dass ich eine Lösung finde. Damals, Sol und ich haben uns überlegt, wie wir der Familie wieder auf die Beine helfen können. Wir haben einen Plan. Und das Beste daran ist, dass wir dir damit vielleicht auch helfen können. Okay, was für ein Plan? Wenn alles gut läuft, dann, naja, dann wird das viel besser als unsere Nummer mit dem Zug. Vertrau mir. Okay. Ich vertraue dir, Panam. Wir mussten... Welches von den beiden war das jetzt? Oder war das das hier? Ich hoffe. Aber krass, das ist alles... Also, ich denke mal, es gibt ziemlich viele krass verschiedene Endings, weil man... So, diese ganze Panam-Story hätte man auch gar nicht machen brauchen. So, finanziell. Ist ja irgendwie alles optional. Genau wie das alles mit Judy zum Beispiel. So. Hi, Doc. Ich brauche neue Implantate. Gerne. Wir können gleich loslegen. Okay. So, gucken wir mal. Was haben wir denn da eben noch so gefunden? Das, was wir da eben als Belohnung gekriegt haben, hätte ich gerne. Ich weiß gerade nur nicht mehr, was das war. Oder sind das hier nur Sachen, die wir kaufen können? Oh.
ganz kurz schauen. Wir kaufen uns jetzt immer noch Mantisklingen. So. Okay, schauen wir mal. Schwierig. Bonus durch Tech. Vollkapazität, gut, das brauchen wir nicht. Ich hätte immer gerne irgendwas mit Messerzeug. Aufschussschadensmultiplikator. Zählt der Messerwerfen zu? Okay, boah, das ist alles so viel. Was ist hier noch Coolness? Nahkampfschaden? Oh, ich weiß nicht, Leute. Einer. Findet dich das? Machen wir das einmal mal rein. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen was gekauft. So. Weiß ich zu schätzen. Danke. Okay. Dann möchte ich noch mal ganz kurz. Können wir... Das haben wir eben gekriegt. Brauchen wir irgendeine... Ohne Scharwaffe. Schaden ist die besser. Ich würde das gerne machen. Aber wirkt das dann auch auf unser Messerzeug? Vermutlich nicht, ne? Ist halt voll nice. Der Revolver ist auch ganz cool. Aber der macht ja gar nichts mehr. Wenn wir mal die hier nehmen. Vielleicht wird das ein bisschen unter Panzerungsrichtung. Kopfschussschadensmultiplikator. Andere ist halt besser, ne? Aber. Nee. Wie ging das noch? Da kann ich auch nicht so viele Aufsatzdinger draufpacken. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Bleiben doch nochmal kurz bei der hier. Hier das austauschen? Das haben wir alles nicht. Das haben wir alles nicht. Oh, alles nervig. Aber wie benutze ich eigentlich die... So, Ripper Dog. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe ja auch Sachen, aber beim Ripper Dog sehe ich ja, glaube ich, die mich was kosten, ne? Muss man es, glaube ich, nochmal zwischen den Aufnahmen angucken. So. Wie benutze ich denn jetzt meine Mantisklinge eigentlich? Wir können hier noch auf Stufe 15 endlich gehen. So. Das heißt, wir können jetzt hier wieder ein bisschen was machen. Rückkehrzeit von Wurfwaffen, das brauche ich. Dafür muss ich, glaube ich, das hier machen, ne? Ja. Schaden von Kopfschüssen auf Schwachstellen mit Wurfwaffen. Ja, damit. Das brauche ich auch. Jetzt habe ich nichts mehr. Na gut. Aber da wollte ich hin, auf diese Wurfwaffen. So. Sehr gut. Okay. Gehen wir wieder raus. Ich hoffe, River meldet sich mal. Ich würde gerne mit ihm Quest machen. Ich finde den eigentlich ganz cool. So. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir hier dann beim... Warum habt ihr alle Schirme draußen? Das regnet gleich. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter.
Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ich danke wie immer. Niemals fürs Zusehen, lasst gerne einen Like und einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin und bye bye.